Hallo, hier ist Sien und willkommen zurück zu Let's Play Okami. Beim letzten Mal sind wir nochmal zurückgegangen zur Sasa-Zuflucht und haben Kaguya da geholfen, den Weg nach Hause zu finden. Heute gehen wir erneut... Moment, nee, hier bin ich falsch. Heute gehen wir nämlich lieber hoch zum Kaiser, beziehungsweise zu Königin Himiko. Denn dort war ja noch was gewesen, nicht wahr? Und ich sage es einfach so, wir hätten vorher nicht hingehen können, deswegen habe ich mir die Zeit gespart. Ihr lasst mich rein, oder? Aber es gibt noch eine finstere Präsenz in der Ryoshima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass das Königin Himiko ein Haar krümmt. Okay, die lassen mich nicht rein. Ja, von mir aus. Ist gar kein Problem. Denn wir können auch einfach wieder unsere Zeitlupenpinseltechnik verwenden, damit die nicht so schnell reden können. Und zack. So, das war ja nicht zu schwer. Dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet, nicht wahr? Und ich will euch endlich die Perlen mal im Kampf zeigen, wie stark die sind. Aber dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe jetzt seit 2 Episoden gar keinen Kampf mehr gehabt. So, und bevor wir reingehen, lasst uns nochmal schauen, ob hier irgendwo Items sind. Weil ich habe so... Ah! Schaut mal, ein heiliger Knochen M. Immerhin etwas. Und ich mag die Musik, die hier gespielt wird. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Ist da was? Kann ich das Wasser ablaufen lassen? Nö, da scheint nichts zu sein. Okay. Aber es sieht so verdächtig aus, aber okay. Und darunter kann ich wahrscheinlich auch nicht durch. Nee. Okay. Nun denn, übrigens habe ich auch gesagt, dass es eine Menge Sidequests hier in Cyan gibt, die ich halt selber noch nicht gemacht habe. Und ich weiß nicht, eigentlich habe ich gedacht, ich würde heute dazu kommen. Eventuell reicht die Zeit aber nicht, dann müssen wir das erst beim nächsten Mal machen. Aber, ja, mal sehen. Eine riesige Schatztruhe. Eine verstreute Perle. Irgendwie freue ich mich immer noch, wenn ich die kriege. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht alle kriege. Blablabla. Hä? Was geht ab? Zofe. Ach, wirklich? Hm. Die scheint ja ganz nett zu sein. Oder hat sie vor, sich mit uns zu kloppen, ha? Ja, das wäre das nämlich gewesen. Wir hätten vorher hier schon hingehen können. Aber ich sage so viel, wir hätten hier noch nichts ausrichten können, wegen diesen... Flammensee? Werdet ihr gleich sehen. Aber dann dachte ich mir, gut, dann spare ich mir die Zeit, einfach hierher zu gehen und zeige es euch, wenn ich herkomme. Heilige Artefakte. Oh ja, na dann schauen wir uns das Ding nochmal an. Ich habe ja gesagt, beziehungsweise es wurde ja am Anfang mal gefragt, ob ich die alle vorlese. Da, heilige Artefakte. Verstreut im ganzen Land gibt es mächtige heilige Artefakte. Diese seltenen Schätze verleihen einem große Macht, wenn man sich mit ihnen ausrüstet. Bis zu 3 dieser Schätze können gleichzeitig angelegt werden. Diese wertvollen Objekte sind wirklich selten. Erwarte nicht allzu viele davon zu sehen auf deinen Reisen, aber wenn du eins erhalten hast, dann wird es dich wirklich weiterbringen. Vergiss nicht, was du hier gelesen hast. Oh yeah, das ist eben genauso wie dieses Tintending, dass wir ganz schnell Tinte regenerieren und dies und das. Und, Menü, danke. Und dann, da wir noch eine Sache ausrüsten können, nehmen wir uns einfach mal die antike Steintafel. Zack. So, damit sind wir nämlich geschützt vor dem ganzen Lava hier und können hier rein und durchschwimmen. Das könnten wir sonst nämlich nicht. Deswegen muss man eben erst Kaguya nach Hause schicken, bevor man hier überhaupt durchgehen kann. Selbst die, ich glaube, die Blätter kann man hier gar nicht zeichnen, oder? Nee, man macht direkt Feuer, wie es aussieht. Jo, keine Chance. Von daher macht man das eben so, aber es ist ja auch nicht so schwer. Ist hier sonst noch was? Nö, Karte habe ich gar nicht. Passt. Ich will nur sehen, ob ich hier irgendwo links und rechts noch nichts vergesse. Das ist gerade mein Problem. Und ich glaube, jetzt müsst ihr euch bereit machen für eine Menge Text. Wenn ich jetzt nicht daneben liege. Speichern? Nee. So, wo bist du, Himiko? 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 Bin ich hier falsch? Oder kann es sein, dass sie noch mal ein Ding dahinter ist? Ah, okay. Mein Fehler. Nun denn, zeig dich mal. Oh, oh. Die Mucke ist nicht gerade einladend. Ich wette, das ist Himiko und Ami ist irgendwie auch nicht gerade gut gelaunt. Es scheint so, als würden wir gleich in den Kampf gehen, ey. Na dann komm her, Himiko. Ich zeig dir mal, wer die besseren Bubis hat. Auch wenn ich nur ein Wolf bin, aber das ist nicht der Punkt. Ja, du sagst es, Isum. Bisher hat uns noch nichts aufgehalten. Großherziger Amaterasu, ich habe auf dich gewartet. Und Isun, der reisende Künstler. Auf dich natürlich auch. Woher kennst du unseren Namen eigentlich? Und was ist wichtiger? Ihr wusstet von dem abgefahrenen Nebel und dem Wasserdrachen. Oder etwa nicht? Ihr habt einiges zu erklären.
spuckt schon aus, was ihr vorhabt. Mein Volk, mein armes Volk, ihr Leiden quält. What the? Oh oh. Also, ist sie jetzt auf der guten Seite? Oder ist sie jetzt auf der schlechten Seite? Oh, sie weint. Oh, Himiko. Ihr foltert die Menschen dieser Stadt. Ihr müsst ein Monster sein, euch am Leid der armen Menschen zu ergötzen. Nun hört auf euch zu verstellen und lüftet den Vorhang. Kommt schon, zeigt euch, böse Hexe. Nun denn, Leute, ich und deine Worte sind sehr barsch, aber du hast recht. Es war unhöflich von mir, mein Gesicht vor euch zu verbergen. Nun denn, Leute. Gutherziger Amaterasu, Ichimiku, die Herrscherin über diese Stadt Saiyan, entbiete euch meine untertänigste Entschuldigung. What? Keine Boss-Time? Vor Sexy Time. Hey, Miko. Da ist er steif geworden und nicht nur eins seiner Körperteile. Ah, ich mag die Musik von Himiko. Die ist eigentlich ziemlich gut. Meine Gebete werden nicht aufhören, bis dieser Fluch gebrochen ist. Da, genau. Ich glaube, Redmond hat mich gefragt, ob ich jetzt nicht die Bäume restaurieren kann. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich schon gehen. Aber da ich noch nicht in das Stadtviertel von Saiyan gegangen bin, sondern direkt mich geportet habe, habe ich halt nicht nachgesehen, ob das funktioniert. Das wollte ich dann eigentlich heute oder eventuell dann bei der nächsten Episode machen. Muss ich dann mal sehen, aber ich glaube, es ist jetzt möglich. Ansonsten muss man vielleicht doch erst das Ganze mit dem Wasserdrachen beenden, bevor man die Bäume zum Blühen bringen kann. Na, mal sehen. Ich meine, es ist eine Insel, oder? Du kannst nicht einfach davon schwimmen. Die Oni-Insel ist schwer zu finden. Wieso das? Ah ja, die Oni-Insel. Ah, da werden Erinnerungen wach. Das wird was. Ich will dazu noch gar nichts sagen, weil das noch eine Weile dauern wird, bis wir dorthin kommen. Aber lasst mich sagen, dass es ein doch sehr interessanter Ort ist, weil man da einiges noch herausfinden wird. Und auch einiges treffen wird. Aber mehr will ich eigentlich nicht sagen. Ne, ne, ne. Das sollte reichen. Ne, jump and shoot. Ich meine, was soll es bringen, Tag ein, Tag aus nur zu beten? Ja, wenn du wüsstest, Isun. Aber ich denke mal, das wird sie uns eh erzählen, nicht wahr? Versucht sie uns zu verwirren? Das ist mein wertvoller Kristall. Na, der sieht ganz schön groß aus. Meine Familie da. Das Haus Yamatai reagiert die Stadt Saiyan schon seit Ewigkeiten. Dieser Kristall wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ich kann die Zukunft damit vorhersehen. Sie sagte mir, dass ihr kommen werdet. Und sie wird mir auch sagen, wo die Oni-Insel als nächstes erscheinen wird. Interessant. Ihr könnt die Oni-Insel ganz schnell finden mit dem Ding. Yeah, gib mir. Ah. Ein Ort wie die Oni-Insel aufzudecken erfordert eine große Menge heiliger Kraft. Aber wenn unsere Feinde von meinen Gebeten wissen, würden sie alles unternehmen, um mich zu stoppen. Darum habe ich mich selber weggeschlossen. Gebete sind unsere einzige Hoffnung. Aber die Speerspitze der feindlichen Kräfte ist vielleicht schon auf dem Weg. Hä? Das ist ja eine ganz schöne Geschichte, Königinchen. Aber ich kann ihr folgen. Ich meine, verdammt nochmal! Ich tue alles für eine hübsche Dame. Ja. Ja, Pech gehabt, hä? Sowas bräuchte Sakuya auch, damit er nicht immer in den Kimono springt. Ja, solange Himiko den Kristall in ihren Händen hält, hat sie eine Barriere aufgerichtet, die jedem Unglück verwehrt, sie irgendwie zu berühren oder ihr zu nahe zu kommen. Was eigentlich ziemlich gut ist. Das heißt, wir müssen sie nicht die ganze Zeit beschützen, sondern eigentlich sollte damit jedes Vieh,
was auch immer hierher kommen sollte, rein theoretisch, wenn ein Gegner durch den ganzen Lavasee und so weiter kommen würde, dann würde es doch noch aufgehalten werden, nicht wahr? Ja, deswegen, selbst wenn sie von den Gebeten erfahren. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist ein guter Universalschutz. Huh. Leute, ich nehme, glaube ich, schon eine ganze lange Art und Weise auf. Und hier gibt es auch einiges zu reden. Deswegen mache ich hier jetzt leider meinen Schnitt. Tut mir echt leid. Aber das wird mir sonst zu lang. Von daher reden wir beim nächsten Mal weiter in Let's Talk Okami. Bis dahin, Leute. Bis dahin.